Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ostersonntag soll hier auch nicht ohne Kreativvideo bleiben. Und ich weiß, dass viele von euch sich auf meinem Kanal wieder Scrapbooking-Videos wünschen. Und der Bitte komme ich heute gerne nach, denn ich habe etwas entdeckt und da habe ich gedacht, das muss ich irgendwie verarbeiten und warum nicht in einem Layout. Und zwar ist das dieses Element hier. Ich erzähle euch gleich, bei wem ich das gnadenlos geklaut habe. Und wenn ihr mich auf dem Weg zu diesem Scrap-Layout begleiten möchtet, dann bleibt doch einfach dran, es geht gleich los. Ja, dieses Element habe ich mir geklaut, weil ich habe es auf Instagram entdeckt bei Martha. Ich blende euch mal das Original hier als Bild mit ein und ich setze auch die Credits unten in die Infobox. Folgt Martha auch gerne auf Instagram. Und zwar hat sie mein Stempelset Glückliche Momente verarbeitet und ich fand das so süß verarbeitet mit einem neuen Produkt, was wir bei Onstage bekommen haben, nämlich den Hintergrundstempel Leaf Collection. Es ist auch eine neue Farbe verarbeitet, weil wir werden eine neue Basisfarbe Basic Beige bekommen und das passte so super rein und dann habe ich gedacht, komm, daraus mache ich ein Layout. Ich habe es ein klein wenig abgewandelt, aber dieses Element ist halt sehr markant und wiedererkennbar. Ich hoffe, ich durfte das nehmen, ne? Gnadenlos gecased. Und ich habe ein Bild genommen von Sven und mir von Onstage. Das ist an dem zweiten Tag, an dem Haupttag und zwar während der Mittagspause. Man sieht hier hinten die Lunchpakete. Aber ich habe mir gedacht, da packe ich mal eine Erinnerung draus und ich habe hier das 12x12 Layout gestaltet. Wir werden jetzt auch gleich noch ein 12x12 Layout, also das gleiche nochmal gestalten, ein bisschen abwandeln. Ich werde das dann quasi bei mir hier in den Hintergrund an meinen Schrank nehmen. Nur kurz vorab, ich hatte nämlich überlegt, ob ich es noch abwandle. Ihr könnt das, wenn ihr gerade mit dem Scrappen anfangt und noch nicht das Riesen-Equipment habt. Das ist eine normale DIN A4 Dokumentenhülle und ihr könnt dieses, ich hoffe man kann das erkennen, ihr könnt dieses Layout ganz einfach auch abwandeln auf ein DIN A4 Format. Ich habe euch auch in meinem Workshop, in dem Scrapbooking Grundkurs, Workshop to go, glückliche Momente, Scrapbooking Grundkurs, habe ich euch ein bisschen was erzählt, wie man solche auch verändern kann, die Maße. Und selbst ein Project Live, das ist 8x10 Format, würde funktionieren. Das könnte man da auch sehr gut mit gestalten. Aber ich habe gedacht, nö, ich mache das jetzt einfach mal in dem 12x12 Format, in dem Standard Scrapbooking Format. Ich habe ein paar neue Produkte verarbeitet, natürlich mein Stempelset und wir fangen einfach mal an. Ich räume mal kurz meinen Tisch auf. Ich habe hier übrigens auch eine 12x12 Seiten Schutzhülle. Findet ihr auf meinen Favoriten, auf meiner Favoritenseite auch ein Album für 12x12 Layouts. Stampin' Up! Hat uns bei Onstage ja versichert, dass sie Frankreich und Deutschland gehört haben, dass wir gerne ein bisschen mehr Scrapbooking wieder hätten. Ich hoffe, da kommt auch demnächst noch ein bisschen was. Und zwar fangen wir mal an. Also ich habe hier unwissentlich, wie ich war, als ich angefangen habe, ein 12x12 Farbkarton in Schwarz verwendet. Den haben wir gar nicht mehr im Sortiment, leider. Ihr könntet, wir haben auch das leider nicht, aber ihr seht, ich habe hier ein Pop of Color in Aquamarin draufgesetzt. Vielleicht könnte man das auch hinterlegen mit Aquamarin. Oder aber, so wie wir es jetzt machen, habe ich mal in unseren Designerpapieren gestöbert. Und habe gefunden, natürlich, noch schwarz gemusterte. Weil das ist halt so in diesem schwarz-weiß-beige gehalten mit dem Pop of Color. Und ich wollte da auch gerne drin bleiben. Dann nehmen wir einfach so ein Bogen-Designer-Papier. Oh, da kriegt man so ein bisschen Augenkrebs, ne, wenn man da so drauf guckt. Ich stelle mir das mal hier vorne mit her, damit ich weiß, wo wir hinwollen. Und dann habe ich mir genommen ein 12x12 Farbkarton in Weiß. Wenn ihr in einem 8,5 Format arbeitet, unser DIN A4 Papier ist nur 8¼. Das füllt es nicht ganz aus. Ach nee, gucke mal, das ist ein 8x10 Format. Aber ich glaube, es gibt noch ein 8,5x11. Dann müsste man hier ein klein bisschen anstückeln. Das kann man gut mit einem Designerpapier machen. Habe ich euch auch schon mal gezeigt.
Aber das müssen wir jetzt hier nicht. Ich möchte mir nur dieses Papier ein bisschen verkleinern. Das soll ja quasi einmal oben drauf liegen. Und das heißt, ich schneide mir an zwei Seiten, nicht den gegenüberliegenden, einen Inch ab. Ich kürze mir das also auf 11 mal 11 Inch ein. Wenn ihr materialschonend arbeiten möchtet, könntet ihr euch auch hier vielleicht mit einem Abstand von 2 Inch vom Rand noch ein Quadrat ausschneiden und dann habt ihr auch den Rahmen und habt ein bisschen mehr Designerpapier übrig. Das muss ich jetzt aber nicht, weil das Designerpapier verlässt ohnehin unser Sortiment, obwohl das echt süß ist hier, ne? Insofern, obwohl ich könnte es euch ja mal zeigen, wie man das dann modifiziert. Ich zeige es euch einfach mal. Also, ich lege mir das bei 2 Inch an. Und dann ist es ganz gut, wenn ihr, das sieht man jetzt nicht, hier eine Inch-Einteilung habt. Aber ich gehe mal so frei Schnauze. Ich schneide also nicht von oben her, sondern ich steche in das Papier ein. Dann erhalte ich mir noch ein bisschen was davon. Und schneide mir das halt nicht bis zum Rand. Ringsherum. Also ich steche in das Papier ein und ziehe das runter. Aber ich glaube, die erfahrenen Bastler unter euch wissen ohnehin, wie das funktioniert. Und dann hat man hier noch so einen Bogen von dem Designerpapier. Und hat zumindest ein paar Figuren, die man sich noch ausschneiden kann, wenn man das möchte. Und hier haben wir den Rahmen. Und da werde ich nachher das Design drauf platzieren. So, ich klebe das aber noch nicht fest, weil auch das modifizieren wir noch ein bisschen. Aber erstmal fangen wir an hier mit dem Hauptelement. Mit diesem, was ich bei Martha geklaut habe. Ich nehme mir da meinen Stamparatus zu Hilfe. Den haben wir nicht mehr im Sortiment, aber es gibt auch von anderen Herstellern so Positionierhilfen. Das, was beim Stamparatus halt cool war, ist, dass er diese Scharniertechnik hatte. Jetzt sind mir die Magnete wieder zusammengeklackt hier, da muss man echt aufpassen. Und zwar ein neues Produkt, was wir bei Onstage als Prize Patrol bekommen haben. Prize Patrol ist so eine Verlosung. Das haben alle bekommen, ist Leaf Collection. Ist ein Hintergrundstempel, den ich ganz witzig finde, weil man halt auch, Entschuldigung, das stempeln kann. Ich zeige euch da sicherlich noch mal ein paar Techniken zu. Was denn jetzt mit meiner Stimme los? Ich habe das bei den Videos, die ich gestern gedreht habe, im Schnitt schon gemerkt. Man kann diese einzelnen Blätter sich auch ausschneiden und mit in ein Layout oder so in eine Karte mit einfügen. Ich nehme jetzt aber mal diesen ganzen Stempel hier. Setz mir den auf. Und ein Stück Papier. Ich bin da jetzt mal recht großzügig, was das Papier angeht. Weil ich schneide mir das eh noch raus. Fixiere mir das einmal. Und dann nehme ich mir gleich schon eine neue Stempelfarbe, nämlich dieses Basic Beige. Das ist dem alten Sahara Sand ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz. Sonst wäre es ja keine neue Farbe. Gebe das hier mal mit auf. Und das wäre mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu stark. Das ist auch noch sehr, sehr nass. Und gehe einfach mal mit dem Blending-Pinsel darüber, um mir das ein bisschen smoother zu machen, ein bisschen heller, weil dunkler geht immer. Dann habe ich hier, Moment, ich muss mal kurz aufräumen, so einen Kickstempel. Da habe ich mir ein Stück Filz drauf geklebt. Dann kann man nämlich schön mit andrücken. Und das finde ich schon perfekt. Das ist ein schöner, heller Abdruck. Der ist sogar besser als der, den ich ursprünglich hatte. Es geht auch besser. Gucke, so. Das nehme ich mal so beiseite.
dann schneide ich mir das einmal grob zurecht. Guck einfach mal, dass ich einen rechten Winkel erwische. Das heißt, einmal schneiden und dann ringsherum. Halt. So. Das können wir gleich noch mit weiterverwenden. Und jetzt fangen wir mal an mit dem, was Martha gemacht hat. Und das fand ich total genial, die Idee. Sie hat aus meinem Stempelset diese Kontrollkästchen, diese Checkboxen genommen. Übrigens habe ich mein Stempelset gewaschen. Weil dadurch, dass ich schon so viel damit gearbeitet habe, haben gerade diese kleinen Stempel nicht mehr so gut am Block geheftet und auch nicht in der Hülle, sodass ich Gefahr lief, sie zu verlieren. Ich habe mir also eine kleine Schüssel mit Wasser genommen, habe die da alle reingeschmissen, habe die abgewaschen, damit mir ja nichts durch den Siphon flöten geht im Waschbecken und habe dann ein Tuch genommen, fusselfreies Tuch, die da draufgelegt und sanft abgetupft und dann kleben die wieder wie neu. Kleiner Tipp nebenbei, also wir brauchen gleich die großen habe ich nämlich nicht, das merkt man gleich, die habe ich noch nicht gewaschen, aber die kleinen habe ich alle gewaschen. Wir brauchen das Smile und das Blumenbouquet und wir brauchen die Checkboxen fürs Erste. Schön aufpassen, dass von den kleinen Scheißerlein nichts verloren geht. So. Also sie kleben nicht ganz so stark wie am Anfang, aber das ist vielleicht auch ganz gut, dass sie das nicht tun. Ihr müsst auch darauf achten, dass eure Stempelblöcke nicht durch den Stempelreiniger ein bisschen ölig oder so sind. Und dann nehme ich mir das Memento-Stempelkissen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wie rum ich das gerne hätte. So, und gehe hier am Rand entlang und stempel mir diese Checkboxen. Und damit ist das kriegt jetzt die Optik von einem Notizbuch. Einmal kurz sauber machen. Ich glaube, der Stempelblock war noch ein bisschen feucht. Und das heißt, wir kriegen noch eine Checkbox hin. Ich möchte nur die eine hier noch haben. So. Was Martha da jetzt gemacht hat, ist, dass sie mit einer Kreisstanze, mit einer Lochstanze, ne, wie wir immer mal brauchen für Tags oder so, hier Löcher reingesetzt hat. Zumindest sieht es so aus. Also es sind Löcher drin. Ich vermute, dass sie das mit einer Lochstanze gemacht hat. Ihr könnt aber auch... Wir haben ja die Bastelaufsätze für den Aufhebhelfer. Ich habe mir die hier an den Aufhebhelfer, an zwei schon mal montiert, damit ich sie immer habe. Da ist ja dieses Rad mit dabei, dann haben wir ja das Cuttermesser mit dabei, eine ganz spitze Nadel und so ein Rakelhaken. Wenn ihr auch mit einem Hobbyplotter oder so arbeitet, ist das eine super Ergänzung. Und die nehme ich heute mal mit rein. Nehmen mir von der Stanzmaschine diese Unterlage, weil das da kann man drin schneiden. Wenn ihr eine selbstheilende Matte habt, könnt ihr das auch gerne machen. Ich habe hier drunter eine liegen, aber das müsste ich jetzt hier hochklappen, ist auch Blödsinn. Und jetzt können wir hier diese kleinen Quadrate ausschneiden. So sieht das Ganze dann aus. Und damit kriegen wir diese Optik des Notizbuches besser hin. Ich mache das mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist einmal fertig. Was ich im Original nicht gemacht habe, weil mir die Idee erst zu spät kam, ist, zu vertiefen, also diesen Charakter des Notizbuches, können wir jetzt mal das Perforationsrad verwenden, nur um da so eine kleine Linie zu schaffen. Ich nehme mir ein
Metalllineal. Und da müsst ihr ein bisschen, das erfordert ein bisschen Übung. Ich habe hier die Stempel- und Perforiermatte drunter. Ich weiß gar nicht, ob ich, das habe ich noch nie ausprobiert. Es braucht ein bisschen Übung, weil das Rad einem ganz schnell auch mal weggeht. Vielleicht passiert das jetzt auch. Und ich lege das hier an dem Metalllineal an. Ich weiß nicht, ob man das gerade schon gehört hat. Am Anfang war es noch nicht drin. Und dann habt ihr hier, huch, da muss man aufpassen, dass es sich nicht löst, die Perforationslinie. Die soll ja hier bloß ein optisches Ding geben. Ich hoffe nicht, dass sie mir jetzt durchbricht. Und dann haben wir das Ganze, das ist eingekürzt. Sie hat das ein bisschen schmaler gemacht und es passt auch schmaler, ein bisschen besser ins auf 10 cm ins Layout. Jetzt können wir uns einkürzen. Oh, nehmen wir 4 Inch. So. Dann fangen wir an, ein bisschen zu wischen. Wieder das Stempelkissen in Basic Beige, ein Blendingpinsel, eine Schmutzmatte drunter und dann ein bisschen einblenden. Ihr wundert euch nicht, dieses Basic Beige, wenn ihr das wischt, kriegt das so einen leicht grünlichen Touch. Das hängt mit der Farbzusammenstellung zusammen. Und dann machen wir jetzt nochmal hier so ein bisschen in Used Look drauf. So, das ist die Basis. Wenn wir das schon mal hier offen haben, kann ich auch das große Papier, hier unser 11x11, auch nochmal ein bisschen ein. Sonst wäre der Kontrast ein bisschen zu stark und ich möchte da eh noch so ein bisschen Used Look draufbringen. Vielleicht seht ihr das auch, dass es so leicht grünlich einblendet. Das ist bei Savanne ähnlich. Es ist auch, wenn Savanne ausbleicht, hinterlässt das auch so einen grünlichen Touch. Guck mal, hier habe ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob meine Klinge da versagt hat. Aber das können wir vielleicht auch machen. Moment, einmal ringsrum. Wie gesagt, fangt mit hell an und lieber nicht geinkt als schlecht geinkt. Also ich bin nicht so der Freund, ihr wisst, das ist nicht so unbedingt meins. Und jetzt kann man mit der Klinge von der Papierschere hier auch nochmal so ein bisschen Used Look reinbringen. Vielleicht habt ihr auch so ein Tool, es gibt auch extra solche Tools. Wir hatten ganz früher von Stampin' Up! Mal so eins. Ich weiß, von Tim Holtz oder so gibt es das auch. Da kann man das auch mit machen. Ich will das hier gar nicht so stark haben. Man kann dann auch noch Schlitze da reinstanzen oder so reißen. So, und um jetzt diesen Notebook-Charakter, ihr seht das, ich habe das hier auch gestanzt. Das könntet ihr jetzt natürlich genauso machen wie auf dem kleinen auch. Oder aber vielleicht habt ihr auch so eine Cinch, die von Heidi Swap, die Edition, die hat diese quadratischen Löcher. Die normale hat runde Löcher. Und da suche ich mir jetzt einfach mal eine Seite aus. Und fangen mal an, ganz wild zu stanzen. Alle Löcher drin. Jo. Gehe ein bisschen weiter. Haken mir das ein. Man kann das hier an der Seite einhaken. Jetzt muss ich nur aufpassen, ab diesem Loch soll es nicht mehr stanzen. Das heißt, ich muss sie rausnehmen. Obwohl, das kann noch. Genau. Die Maschine kann wieder weg.
Wunderbar. Und auch hier gehe ich mal, ich lege mir mal hier das Papier unter mit dem Ratschelrad da lang. Hier mit dem Perforationsrad. Wie gesagt, es erfordert ein bisschen Übung, gerade an der Linie zu bleiben. Und es ist auch nur so ein ganz kleines Element hier an der Seite. Aber die kleinen Dinge sind es manchmal. So. Wir haben also unsere Grundlage. Wir haben schon mal einen Aufleger. Den bestempeln wir gleich noch ein bisschen mehr. Die Idee fand ich, also wirklich, die Idee war super schön umgesetzt von Martha. Und ich fand das toll, was sie aus meinem Stempelset rausgeholt hat. Und selbst da bin ich dankbar für jede Inspiration, die ich bekommen kann. Sie hat den Journaling-Stempel genommen. Wieder Memento. Ich muss einmal euch dann mein graues Haar zeigen. Einmal so aufgesetzt. Neue Farbe aufgenommen. Den umgedreht. Und darüber positioniert. So. Absolut coole Idee, finde ich total toll. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viele Sachen aus diesem Stempelset rausziehen kann. Und dann nehme ich mir ein bisschen Journaling-Text. Ich habe noch eins dieser Fotos. Warte mal. Das Foto ist vielleicht auch, naja gut, auf dem 12x12 geht's. Das Foto, ich habe so ein 4x6 Blatt gehabt, 4-inch x 6-inch Blatt und habe da zwei Fotos draufgepackt. Das reine Foto ohne Rand ist 6,5 x 9,3 und dann sind jeweils 3 mm Rand berechnet. Ich blende euch das immer wieder gerne hier oben ein, wie ich Fotos bearbeite und archiviere und ausdrucke. Ich habe da gar keinen Fotodrucker für genommen, sondern ich habe das durch meinen normalen Drucker gejagt. Ich habe halt nur kleines Fotopapier genommen. So, dann haben wir hier Erinnerungen. Das packe ich mir hierher. Dann haben wir du und ich. Geht immer. Da kann man auch das Haustier mitverwenden, ne? Der Kater und du. Du und ich. Und dann dieses Bild. Ich könnte auch nehmen, ich liebe das, nicht vergessen. Bitte lächeln. Was haben wir denn hier noch alles? Da kann man ganz viel, dieser Moment, guck mal, dieser Moment. Da kann man wirklich viel mitspielen, dieser Moment. Und dann noch, weil ich meinen Mann gar so gerne habe, ein Herzchen. Ich könnte das auch hierher setzen, aber ich setze es lieber hierher. Das haben wir und dann haben wir noch mein Blumenmotiv. Das habe ich noch ganz wenig verwendet, aber ich habe es schon im Buto verwendet. Da eignet es sich nämlich auch super. Einfach nur in schwarz auf weiß gestempelt und dann nehmen wir das Smile mit dazu. Das habe ich auch auf dem Blog. So. Und das muss beides ausgeschnitten werden. Ich habe mir ja so Schablonen erstellt für meinen Plotter. Und jetzt muss ich mal eben suchen. Ich habe mir doch gestern was ausgestanzt, schon vorbereitet. Das suche ich mir mal eben. Ansonsten muss ich das hier fix mit der Hand ausschneiden. Hier habe ich es drin. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Das war nämlich mein Probeschnitt. Ja genau, hier habe ich es drin. Ihr könnt das auch mit der Hand ausschneiden, aber wie gesagt, ich mache das auch gerne mit meinem Plotter, gerade wenn ich mehr davon brauche. Da habe ich euch auch mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch gerne hier oben unterm i. Wenn ihr so eine Stempelpositionierhilfe habt und auch so einen Hobbyplotter, dann ist das vielleicht ganz nett,
hier als Ergänzung mit dazu. Ansonsten schneidet es einfach mit der Schere aus. Das funktioniert auch. So. Das kommt quasi hier mit her und das ist das Designelement, was ich total toll fand bei Martha. So, das haben wir. Dann haben wir ein bisschen Bändergespiele. Ich habe hier das Schwarz-Vanille pur gekarierte. Dann habe ich eins in Aquamarin, weil wie gesagt, das wird mein Pop of Color. Das spiegelt sich zwar nicht im Foto wieder, aber das Foto an sich ist von den Farben her reduziert. Das heißt, man kann guten Pop of Color reinsetzen. Ich hätte jetzt passend zu meinem Kleid vielleicht Pekanuss nehmen können oder ein Abendblau, wenn ich was gehabt hätte, zum passend oder so ein Grau, zum, obwohl das kommt hier mehr so Abendblau drüber, das Hemd von meinem Mann. Das spiegelt sich hier halt wieder, aber ich mag Aquamarin halt ganz gerne und deswegen die persönliche Note ist ein Stück Aquamarin. Ein Stück von dem Schwarz-Vanille pur karierten, wenn ihr das Schwarz-Weiße habt, könnt ihr das auch nehmen. Und dann Basic Beige, das ist ein neues Band, das habe ich in meiner Vororder schon gehabt und dazu nehme ich mir den Leinenfaden. Und tüdel mir die Bänder jetzt hier unten mal so mit ein. Ohne Schleife macht sie es nicht. Einfach durchziehen. Den Leinenfaden. So ein Layout ist nicht schnell gemacht, ne? Wenn man da so ein bisschen, gerade wenn man es auch entwirft, das dauert seine Zeit. Und wenn ich hier öfter scrappe, werde ich wahrscheinlich häufiger Layouts doppelt haben, weil der Entstehungsprozess, den noch mit viel zu filmen und nachher zu schneiden, das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Und das mache ich jetzt mit allen drei Bändern. Immer die durchziehen und dann mit Leinenfaden eine Schleife machen zur Befestigung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Überstände schneiden wir ab. Wenn ihr so Bandreste habt, ne, vom Schleifenbinden, vom Geschenke einpacken, macht euch eine Kiste, wo ihr so kleine Abschnitte reinpackt. Gerade für solche Elemente sind die ideal. Da kann man die gut noch mit verwerten. Gut, irgendwann mühlen wir Bastler uns auch komplett zu. Das schneide ich mir hier alles nochmal ein bisschen kürzer. Das soll ja bloß so ein bisschen Fluffigkeit damit reinbringen. Super. Das Element haben wir soweit fertig, wobei ich, bevor ich es vergesse, ich habe ja noch diese von meinen Swaps, diese Büroklammern mit dem Herz übrig. Ich glaube, das packe ich mir jetzt nachher hier im Original. Habe ich es an dem Foto, aber da verschwindet es fast. Deswegen werde ich es mir hier einfach mal mit ransetzen. Zusammenfügen werde ich die Elemente, wenn das Layout in die Endphase geht. Jetzt habe ich ja hier im Hintergrund als Träger, um das Foto und diese Elemente zu verankern, einen schwarzen Hintergrund gewählt. Und den habe ich noch ein bisschen modifiziert mit etwas Neuem, was total cool ist. Das war mir erst gar nicht bewusst, als ich das bestellt habe. Und zwar haben wir Prägeform, und das ist eine 3D-Prägeform, in einem neuen Format, nämlich im A5-Format. Passt super in unsere Stanz- und Prägemaschine. Zwei Stück haben wir damit im neuen Katalog. Das andere ist so ein Wavy-Muster, das habe ich mir aber noch nicht bestellt. Aber dies fand ich hier ganz cool mit der Spirale. Und da nehme ich mir in dem passenden Format ein Stück Farbkarton in Schwarz und werde mir den einmal prägen. Ich glaube, das sind 6 mal, ich muss es mal messen in Inch. Acht ein Viertel, 8,5 sind es in normal, 8,5 Inch. Wir brauchen definitiv die große Stanz- und Prägemaschine, weil es ist eine 3D-Form in dem A5-Format. Wir brauchen die Grundplatte ohne Auflegeplatte, die graue Spezialplatte. Und da passt diese Prägeform genau dazwischen.
Und das ist das, was dabei rauskommt, wenn ihr mal eine große Karte basteln wollt oder aber für solche Sachen wie jetzt oder aber auch das komplett als Kartenbasis nutzen wollt. Tut euch keinen Zwang an. Wenn ich die schon mal hier habe, werden wir gleich noch ein bisschen mehr stampfen. Nachträglich hinzugefügt habe ich nämlich diesen Schriftzug hier oben und das ist Farbkarton in Basic Beige. Da habe ich mir die Klebebögen dahinter gesetzt und damit stanze ich einmal das Mini-Alphabet aus. Das hatte ich doch heute auch schon in der Hand hier. So. Und weil wir das hier eh gerade haben, habe ich hier noch ein Stück Basic Beige. Und da nehme ich mir aus dem, das hätte man hier übrigens dieses Teilchen auch gut hierfür verwenden können. Zum Beispiel. Ich nehme mir hier den Tag. Das Stanzform-Set und das Stempelset hierzu, verlasst das Sortiment. Wenn ihr euch vielleicht das Stanzform-Set, da sind nur zwei Sachen, die für Stempelmotive sind, sichern möchtet, schaut euch das nochmal an. Leider geht das raus, aber gerade wegen dieser Bordüre ist es vielleicht ganz nett, sich das noch zu sichern. Tabs bekommen wir im neuen Katalog. Von den Tabs brauche ich zwei. Einen habe ich hier schon liegen, deswegen muss ich jetzt da nicht weitermachen. Ich nehme mir nur mal die Buchstaben hier raus. Kleiner Tipp nebenbei, findet ihr auf meiner Favoritenseite verlinkt. Für die Buchstaben, die ihr ausstanzt, aber nicht braucht, habe ich so eine kleine Sammelbox. Und ich habe heute Morgen gedacht, wie gesagt, das habe ich nachträglich zugefügt und ich habe den Alkoholmarker für Basic Beige noch nicht. Habe ich gedacht, so nimmst du mal helles Savanne. Aber Savanne geht zu sehr ins Bräunliche. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Die habe ich mit dem Alkoholmarker in heller Savanne eingefärbt. Es ist besser mit Basic Beige, das passt hier besser ins Sortiment. Und dann könnt ihr hier alle überschüssigen einsortieren. Und ich habe sie häufig in weiß, weil man sie kann man dann in Alkoholfarben gut nachkolorieren, in den Farben, die man es braucht. Und dann sortiert ihr hier das einfach ein. Das passt, das reicht für das Alphabet. Und manche Buchstaben sind schon sehr voll, aber da müsst ihr nicht jedes Mal zu der Stanze greifen und Sachen wegschmeißen. Tolle Empfehlung. I love it. So, wir haben also den Tab. Wir haben die Buchstaben, die legen wir mal ein bisschen beiseite. Den Tab auch. Oh, guck mal, hier habe ich neulich übrigens Geschenke gekriegt, ne? Kam im Päckchen. Vielen lieben Dank an diejenige, die mir das geschickt hat, weil ich aber meine Stanzform suche. Die kann ich jetzt vor mir hinstellen und dann so zack dahin schmeißen und meine Stanzform bleibt heften. Ich habe das noch nicht gefunden, Craft das Companion, vielleicht, wenn ich da mal eine Bezugsquelle finde, verlinke ich euch das gerne mit auf meiner Favoritenseite. Das kann man so vor sich hinstellen und dann so zack die Dinger da ran schmeißen, in der Hoffnung, dass dann keiner verlustig geht. Ich weiß, dass ich das auch so hinkriege, also insofern. Ich nehme mir mal hier noch die Buchstaben raus, die ich brauche. Mir wird es gerade ganz furchtbar warm im Studiolicht. Es wird Frühling, ne? So, das nehme ich mal beiseite, das brauchen wir gleich. Scrapbooking ist auf dem Basteltisch noch viel schlimmer als Kartenbasteln. So, ich denke, jetzt haben wir alles. Das Teilchen hier schneide ich mir noch klein. Und zwar mache ich da gar nicht so ein Riesengewese draus. Es ist 6 Inch breit, das heißt, ich teile mir das bei 3 Inch in der Mitte. Und dann ist es 8,5 hoch, aber ich bin da jetzt mal großzügig und schneide mir einmal bei 6 Inch, das heißt, das Teilchen ist ein bisschen kleiner. Wenn ihr nicht so viel puzzeln wollt, passt auf, dass ihr das übereinander ablegt. Aber mir ist es bei meinem Layout auch passiert, dass ich es nicht optimal übereinander gesetzt habe, beziehungsweise das letzte Teil ist ein bisschen kleiner. Das heißt, ich werde mir das so rumdrehen. Dann macht es ja durchaus Sinn. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber es ist nicht so schlimm. Das kriegen wir hin, so, pass auf. Einmal gedreht und das Ganze wird wild. Jetzt bauen wir unser Layout zusammen. Ich beginne
einmal hier ringsherum. Es kriegt gleich ein bisschen mehr Stabilität, wenn der Farbkarton aufliegt. Ich gehe hier nur an dem inneren Rahmen, da weiß ich habe nach außen hin genug Platz. Es läuft mir dann auch nichts zur Seite raus. Das ist eine saubere Sache. Das jetzt einmal mittig positionieren, bevor wir es andrücken. Das sieht gut aus. Und zack, sind wir wieder auf einem 12x12 Layout mit einem schwarzen Hintergrund. So, dann habe ich hier nochmal so ein bisschen Used Look reingebracht, indem ich die Seiten, dadurch, dass wir es ja nicht so flächig aufgeklebt haben, so ein bisschen hochbiege. Achtet darauf, dass ihr euch nicht schneidet. Papierschnitte sind echt fies. Dann habe ich mir hier diese Seiten noch so, die Ecken hier oben, so ein bisschen eingerollert. Mit ein bisschen Körperwärme und so funktioniert das ganz locker. Ich liebe meinen Tacker. Zack. Gegen gleich nochmal, um die Diagonale zu bilden. Ist ja so ein bisschen auch splinig hier von mir, ne? Mit meinen Diagonalen. So. Jetzt kommt's. Mal gespannt, ob ich das jetzt wirklich so zusammengefügt kriege, dass es passt. Guck mal, hier haben wir den schmaleren. Siehst du, da geht schon los, weil das vermutlich die andere Seite ist. So, haha, passt doch. Für die Monks unter uns, kleines Hilfsmittel, das T-Lineal, das lege ich mir oben bündig an. Lege mir das so ein bisschen auf die Abstände, dass es okay aussieht. Gut, oben ist es jetzt ein bisschen breiter als 2 Inch geworden, die anderen sind halt, ja, das ist 2¼ dann natürlich, logischerweise. Manchmal erzähle ich euch auch ein bisschen Schmarrn. Und das kleben wir jetzt so peu à peu fest. Es kommt nicht darauf an, dass die Abstände dazwischen Millimeter genau sind, aber ich habe es halt ganz gerne, wenn es zumindest gerade positioniert ist. Jetzt aufpassen, dass man es auch richtig rum wieder draufsetzt. Das ist mir beim Original passiert, sieht man aber nicht. Das ist, verschwindet hinter dem Bild. So. Hier fange ich einmal an. Leg mir das hier einmal bündig an. Damit habe ich die Position. Und jetzt kann ich hier wieder runtergehen. Auf dieser Seite.
cute. So, meine Tabs sind abgängig. Hier habe ich einen. Oh, ich habe wieder so eine fiese Allergie. Mir juckt die Kopfhaut. Ich bin heute Nacht um 4 aufgestanden, um mich zu duschen, weil mir der ganze Rücken und Nackenbereich gejuckt hat. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ich habe jetzt hier noch den zweiten. Den kann man noch mal so ein bisschen mit der Restfarbe anschmuddeln. Den versenke ich mir hier oben. Ich hatte noch überlegt, einen dritten mit unterzubringen, weil das ist auch so ein Element, was ich später erst dazugefügt habe. Aber da habe ich nicht so richtig was gefunden, was da keine Position gefunden. Deswegen habe ich gedacht, lässt es mal bei 2. Einer kommt noch hier mit her. Passt ja gut zum Thema Notizbuch. Den habe ich jetzt noch gar nicht geinkt. Mal ganz vorsichtig. Ja, ist schon fast ein bisschen viel. Egal. Ihr seht auch auf dem Kissen, dass es den grünlichen Touch hat. Und auch hier, da ist ein Fussel. Ist gerade noch so okay. Das haben wir. Dann kommt mein Foto damit drauf. Das ist schön verankert. Wir brauchen Dimensionals. Ich werde auch hier ein paar mit draufsetzen über diese Rippellinie, damit mir das einfach fixiert ist und nicht im Laufe der Zeit, obwohl wenn es in der Hülle drin ist, passiert da eh nichts mehr, dass da nichts im Laufe der Zeit passiert. Haben wir alles drauf gestempelt? Jo. Also, das Glück ist bei den Mutigen ein bisschen tiefer. So. Okay. Warte, ein bisschen weiter rüber, damit das ausgeglichen ist. So. Es ist immer, wenn man das nochmal genauso nachgestalten will. Aber beim ersten Mal habe ich es auch nochmal gelöst. Dieser Seite mit Dimensionals, auf der anderen Seite mit ein bisschen Flüssigkleber. Wir bauen ein paar Lagen auf. Ich weiß gar nicht, das ist immer bei Marthas Sachen, die hat immer so schöne 3D-Effekte drin. Wenn sie das so von oben fotografiert, sind immer so schöne Schatten, wo ich dann immer sage, so, wuhu, da hat sie aber einen ordentlichen Aufbau gewählt. Das mache ich jetzt auch einfach mal, indem ich nämlich das Smile doppelt unterfüttere, damit das noch ein bisschen höher steht. Und ich glaube, hier unter, wo packe ich denn noch das? Vorsicht, noch nicht aufs Foto kleben. Ich denke, hier unterm I werde ich mir noch 2 kleine doppelt setzen. Auf dem Foto kriegt ihr, deswegen sagte ich das, den Dimensional nicht wieder abgelöst. Das klebt echt wie Hulle. Einmal gucken, drauf gucken. Wenn das klebt, dann klebt das. So. Kein Weg zurück. Okay. Jetzt Pop of Color.
Wir haben die runden Akzente in matter Optik in In-Color, in den In-Color-Farben 22 bis 24, die gehen raus. Das ist Karibikblau, aber in den hellen Tönen matcht es fast mit dem Aquamarin. Das wird ja immer dunkler hier. Ich habe hier die komplett hellen verwendet. Jetzt gehe ich mal eine Stufe dunkler. Das fällt nachher nicht mehr auf. Das Glück ist bei den Mutigen. So, dann können wir hier noch einen dunkleren mit dazu nehmen. Bei den kleinen fällt das erst recht nicht auf. So. Das soll ja nur so ein bisschen Sprenkel noch geben. Man hätte jetzt auch noch so ein paar Sprenkel mit draufpacken können. Also, wir haben so alles mit dabei. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen. Hier oben sollte ja noch was anderes mit runter, weil im Original habe ich hier noch Leinenfaden zweimal rumgewickelt. Das verschwindet da jetzt. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir haben doch noch von vorhin... Den Rand, den wir weggeschnitten haben, den könnte man jetzt hier oben noch mit dran setzen, aber ich glaube, das wird ein Touch too much, oder? Doof, dass wir das vergessen haben. Ich habe noch eine Idee. Wir kleben erstmal das Onstage und gucken dann. Also, Onstage passt gerade so da drauf. Ich habe das natürlich erstmal im Trockenmodus draufgelegt, geguckt, wo ich es hinpacken kann, ob ich es überhaupt haben will. Und deswegen, wenn man das schon mal vorgearbeitet hat, ist das ja kein Problem. Da weiß ich, wo ich hin muss. Dadurch, dass da diese Klebeplättchen hinten dran sind. Juhu. Die Buchstaben, die sortiere ich mir nachher weg. Und es ist immer gut zu wissen, wo so ein Foto entstanden ist. Ich schreibe mir das häufig auch auf die Rückseite, ne? Wenn es vorne keinen Sinn macht, das reinzuarbeiten. Aber hier macht es durchaus Sinn. Onstage, und da ich das schon in Wien anhatte, macht es durchaus Sinn, da noch mal ranzuschreiben, dass das Rotterdam und nicht Wien war. Und dann nehme ich mir einfach so einen Dokumentenstift hier. Keine Angst vor eurer eigenen Schrift. Man selber findet sie nur furchtbar. Andere mögen die dann total gerne leiden. Und es ist was ganz Individuelles und Persönliches. Und jetzt gucken wir nochmal, was ich hier draus mache. Und zwar habe ich schon eine Idee. Weil ich möchte das unbedingt haben. Ich habe hier meine Bitbyte. Viel zu selten benutzt. Kauft euch die nicht, wenn ihr die selten benutzt. Es reicht auch hier so ein... Eyelet-Tool, da braucht ihr noch ein kleines Hämmerchen mit dazu. Aber wenn man die Bitbyte schon mal hat, ne, dann kann man sie ja auch mal nutzen. Ich nehme mal das größere Löchlein. Das kleine wird mir ein bisschen zu klein. Und dann hätte ich gerne hier ein Löchlein. Und dann, wo ist mein Tee? Jetzt kommt der Monk in mir durch. Hier noch ein Löchlein. Man kann sich das an der Bitbyte ja sogar einstellen. So passt das. Einmal beherzt ein Löchlein. Wenn man sich das hier einstellt, hat man es eh gleich an der gleichen Position. Da noch ein Löchlein. Die sind jetzt vielleicht doch ein bisschen groß. Aber entweder fädelt man sich da jetzt den Leinenfaden durch. Ich habe noch eine andere Idee. Oder den... Mal gucken. Nö. Jetzt hat man so ein gestreiftes Muster da hinten drin. Dann könnte man
das noch mit darauf setzen. Ja, wir testen uns da jetzt mal durch, ne? Dann sind wir doch hier im Progress drin, ne? Das ist witzig, weil das bildet dann hier wieder die Diagonale. Yes! Entscheidung getroffen. Einmal das Band schön hinlegen. Dass sich das nicht zu sehr verdreht. Ihr denkt bestimmt auch, boah, was macht sie da? Geht's nicht noch ein bisschen komplizierter? Soll ja auch schön werden. Soll ja an schöne Dinge erinnern, soll Spaß machen und hier nicht so schnell, schnell, schnell. Und da. Fertig. Also ihr seht, das Layout ist tatsächlich ein bisschen aufgemotzter. Manchmal, weil man Dinge vergessen hat. Das war das ursprüngliche. Ich bin schon sehr nah dabei geblieben. Aber so ein bisschen anders ist es halt doch nochmal geworden. Und jetzt ist es auch fertig. Jetzt machen wir damit nichts weiter, außer es nachher in eine Hülle zu stecken. Und wie gesagt, das geht bei mir hier in den Videohintergrund. Und das geht in mein Erinnerungsalbum. Vielen lieben Dank, Martha, für die Inspiration für dieses Element. Und das war ursprünglich als Karte, glaube ich, gebastelt. Und jetzt haben wir es einfach auf ein Layout gepackt. Und da seht ihr, wenn euch was gefällt, übernehmt das, macht was Neues draus und cased es einfach. Cased heißt Copy and Share Everything. Das ist die Übersetzung fürs Case-Prinzip. Copy and Share Everything. Kopiere und teile alles, was du siehst. Und das ist meine Idee da draus. Vielen lieben Dank, Martha, an dieser Stelle für die Inspiration. Die Credits sind in der Infobox. Und ja, vielleicht habt ihr Spaß, das so oder so ähnlich nachzubasteln mit einem Foto, was ihr habt. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ihr seht mal wieder mein Stempelset in Einsatz und ja, ein Foto-Layout. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und kreativ und bis bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg und einen schönen Ostersonntag und Ostermontag. Macht's gut!